Zurück bei Zawakis und Obtnöwe live. Und bei uns ist jetzt Jenke von Wilmsdorf, bekannt für seine Extremexperimente. Nächsten Montag läuft das Neueste hier bei Pro7. Jenke, herzlich willkommen. Was hast du diesmal gemacht? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie steht es um unsere mentale Gesundheit und wie depressiv ist Deutschland? Also und irgendwie Punkt. Punkt. Oh, ja. Das muss erst mal sagen. Gut, also so andeutungsweise, was hast du gemacht? Ich habe wirklich, nachdem ich im Vorfeld mitbekommen habe, dass ganz viele Menschen psychische Probleme, wobei das muss man später vielleicht mal ein bisschen definieren, aber doch mit ihrer Psyche beschäftigt sind, nicht mehr in ihrer Mitte sind, Ängste haben, wovor auch immer, dass das ein Riesenthema geworden ist und dass nicht nur in meiner Generation, sondern dass die Menschen, die psychische Probleme haben, immer jünger werden, bis zu den Kleinsten. Durch die Pandemie noch mal unterstützt, aber es war schon vorher existent. Und wir haben einfach geguckt, wie groß ist dieses Thema, wie sind die Zahlen, wie erschreckend sind die Zahlen. Und bei 18 Millionen erwachsenen Deutschen mit psychischen Problemen und jedem dritten Jugendlichen, der psychische Probleme hat, haben wir gesagt, das ist ein Thema und da muss und will ich ein Experiment machen. Bevor wir mal reinschauen, was hat dir am meisten zu schaffen gemacht? Während des Experimentes? Ja. Abgabe, die Pflicht der Abgabe jeder Kontrolle. In jeglicher Form? In jeglicher Form. Und ich wusste nicht, wie lange das alles dauert und was sie mit mir vorhaben, meine Redaktion. Achso, du hattest auch keine zeitliche Vorstellung, gar nichts, nichts, ne? Gar nichts. Ich wusste das Thema logischerweise, weil das haben wir im Vorfeld recherchiert. Ich wusste, welche Gesprächspartner ich irgendwann mal treffen werde nach der Isolation, die jetzt auf Psychologenempfehlung die Möglichkeit war, mich in einem überschaubaren Zeitraum aus meiner mentalen Stabilität herauszuholen. Deswegen die Isolation. Und weil viele Leute, glaube ich, sich damit so ein bisschen identifizieren können, weil sie durch eine Quarantäne in der Isolation mussten und so. Aber das war alles, was ich wusste. Ich bin da mit einem Koffer eingezogen. Ich habe natürlich immer versucht, das herauszufinden. Wie viele Hosen soll ich denn einpacken? Wie viele Unterhosen? Wie viele Socken und so? Ne? Ich bin ja im Fernsehen, da muss ich auch gut aussehen. Ne? Ich auch. Ja, natürlich, ja, eben, ich wurde ja den ganzen Tag, man sieht es da auf den Bildern, überwacht rund um die Uhr. 6 Kameras plus Mikrofone. Also meinem Team entging nichts. Aber ich wusste nicht, wie lange das angesetzt ist. Und das ist das, was mich mürbe gemacht hat. Okay, und bevor wir da gleich reinschauen, uns interessiert natürlich auch, ob Sie zu Hause solche Gefühle in den letzten 2 Jahren vielleicht auch erlebt haben. Sagen Sie es uns gerne in der Pro7-App. Ja, Jenke von Wilmsdorf ist immer noch bei uns. Und neu dazugekommen ist Ronja von Wurmseibel, Journalistin und Medienexpertin, die ganz bewusst auf Nachrichtenkonsum verzichtet hat. Sie kann uns gleich erklären, warum das für die Psyche vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist. Schönen guten Abend, Ronja. Wir sprechen gleich. Ich würde natürlich einmal noch mal schnell aufs Experiment eingehen. Wir haben es ja schon angedeutet gesehen. Jenke, wenn man sozusagen gar keine Ablenkung hat, was kommen da für Gedanken hoch in dieser Situation? Ich hatte ja am Anfang Ablenkung 2 Tage, aber die war so mies. Junkfood. Ja, Junkfood und Alkohol. Ja. Junkfood. Ich hatte auch die Ablenkung, dass ich 2 Social-Media-Kanäle hatte. Welche? TikTok war einer. Okay. Und das gucke ich ja nicht. Mhm. Also ganz, ganz selten mal, dass ich total gelangweilt in der Badewanne liege und irgendwelche Hundevideos bei TikTok gucke. Aber jetzt konnte ich halt nur noch TikTok-Videos gucken. Und das hat mir so die ersten Stunden ein bisschen erleichtert, aber irgendwann fand ich das so dämlich, dass ich dann selbst darauf verzichtet habe. Und die zweite Möglichkeit war, ich konnte streamen in den ersten 2 bis 3 Tagen, konnte ich Filme streamen. Mhm. Und das habe ich gemacht, Binge-Streaming, also wirklich 6 Stunden Dokumentation geguckt. Und dann hat mein Team das abgeschaltet. Und dann wurde das quasi immer, immer, immer enger geschnürt, das Ganze um mich herum. Und ich konnte mich gar nicht mehr ablenken und musste mich mit mir auseinandersetzen. Und das tut irgendwann weh. Du hast ja schon viele Experimente gemacht, aber alleine mit dir selbst, war das dann zwangsläufig das härteste Experiment für dich? Ja, die Frage wird immer gern gestellt, was ist das härteste Experiment? Und mit sich allein sein, das war ich auch vorher schon 2 Wochen im Knast, habe ich mal einzelhaft als Experiment gehabt. Das kannte ich alles, aber es gab bis dato immer Möglichkeiten, mich abzulenken. Die wurden eben, mir deswegen jetzt, mit genau, dir ganz allein. Es war das, ich würde das privateste Experiment formulieren, weil sehr viel aus alten Tagen hochgekommen ist oder jungen Tagen aus meiner Kindheit. Es hat mich sehr viel getriggert. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich wieder Stubenarrest, als wäre ich bestraft worden, als hätte ich mit den anderen nicht spielen dürfen, als würde keiner mit mir zu tun haben wollen. Und das hat mich wirklich in diese Zeiten versetzt. Es hat mich sehr traurig gemacht und das war auch der Moment, wo das bei mir kippte. Oder wirklich aus Alleinsein Einsamkeit wurde. Kannst du denn in diesem Experiment auch was
Positives dieser Isolation abgewinnen? Ja, das ist immer schwer vorstellbar, aber ich habe jetzt über 20, ich glaube, das ist das 22. Experiment in 10 Jahren. Ich habe jedem Experiment etwas Positives abgewinnen können. Diesem Experiment habe ich die Erkenntnis abgewonnen, wie sehr auch ich mich, der das immer bestritten hat, ablenke von morgens bis abends, wenn ich freie Zeit habe. Ich bin auch eine beim Essen, dann gucke ich doch mal ins Handy oder lese eine Zeitung. Also dieses Bewusste, dieses Achtsame habe ich überhaupt nicht drauf. Und das ist für mich eine sehr wertvolle Erkenntnis geworden. Des Weiteren durch viele Gespräche mit dem Psychologen Dr. Leon Minscheid, der mich da begleitet bei dem Experiment, sehr viel nochmal erfahren über meine Psyche und wie wichtig es ist, dass wir, und deswegen rede ich da über ganz private Dinge im Experiment, über unsere Probleme reden, weil nur so kann uns geholfen werden und können wir uns gegenseitig helfen. Ronja, jetzt kommen wir zu dir. Du bist Journalistin, du warst als Reporterin in Afghanistan und hast irgendwann ganz bewusst die Entscheidung getroffen, ich will keine Nachrichten mehr konsumieren. Warum? Ja, bei mir hat das eigentlich erst angefangen mit dem Nachrichtenmachen. Also bevor ich geändert habe, wie ich Nachrichten lese, habe ich geändert, wie ich Nachrichten mache. Ich habe knapp zwei Jahre in Afghanistan gelebt. Damals war ich noch relativ jung, Mitte 20, und hatte mich total gut vorbereitet. Ich habe ein Testament geschrieben, ich habe meine Beerdigung geplant, sogar so eine Einladungskarte Design, wo drauf stand, meine letzte Party. Also ich wollte wirklich alles durchdenken, war da nicht naiv und dachte so, ich bin auf alles vorbereitet, habe ein Seminar bei der Bundeswehr gemacht, wo man 4 Stunden Test entführt wird und so, weil ich eben ganz sicher sein wollte, dass ich da die richtige Entscheidung treffe. Und habe dann vor Ort gemerkt, dass ich eine Sache total vergessen hatte, nämlich was diese ganzen Geschichten, Schicksale, die ich ja erlebe oder die mir Menschen erzählen, was das mit mir macht. Und habe sofort gemerkt, ich glaube nach 10 Tagen, das macht mich fertig. Und habe dann entschieden, ich möchte meine Geschichten anders erzählen. Ich möchte nicht nur erzählen, was schief läuft, sondern ich will mich auch fragen, wie können wir es besser machen. Und habe da für mich so ein bisschen diese Formel, so, die ich auch in meinem Buch beschreibe, Scheiße plus X. Also immer zu schauen, wenn ich vor einem Problem stehe, wie können wir es besser machen. Und das habe ich seither berichte ich so, mache meine Geschichten so. Und dann habe ich eben ganz schnell gemerkt, weil ich damit so angefangen habe, dass ich mit herkömmlichen Nachrichten gar nicht mehr so viel anfangen konnte, weil ich da eben immer das Gefühl hatte, na, da wird mir jetzt eigentlich auf gut Deutsch eben nur die Scheiße so präsentiert. Also den Fokus hast du verlagert. Du sagst ja auch in deinem Buch, wie wir die Welt sehen, indem du erklärst, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen, schreibst du, der ständige Nachrichtenkonsum verzerrt unseren Blick auf die Welt. Was meinst du damit? Also ist es dieses immer nur dieses Negative, dass man dann irgendwann nur noch den Fokus hat, oh Gott, alles wird schlechter in der Welt? Genau, und was auch ganz wichtig ist, dass, das zeigt die Forschung, dass wir uns einfach hilflos fühlen. Wir fühlen uns ohnmächtig. Also wir haben nicht nur das Gefühl, die Welt ist schlecht, sondern wir haben auch das Gefühl, ich kann nichts daran ändern. Das ist jetzt so, es wird immer so bleiben, ich kann nichts dagegen tun. Und da gibt es ganz viele Forschungen. Eine zum Beispiel, eine Studie, die heißt Perils of Perception, also die Tücken unserer Wahrnehmung. Und da hat sich eben gezeigt, dass eigentlich die Studie wurde in mehr als 40 Ländern gemacht, dass eigentlich Menschen bei allen politischen Faktoren, die wir abfragen können, immer denken, die Welt ist viel, viel schlechter, als sie tatsächlich ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die Rate von Selbsttötungen in den letzten 20 Jahren hat um 25% abgenommen. Oder die Mordrate ist um 33% gesunken in den letzten 20, 25 Jahren. Und das sind aber alles Faktoren, wenn wir Menschen fragen, was glaubst du, wie ist die Mordrate, wie ist die Selbsttötungsrate, immer nach oben. Das Gleiche bei Arbeitslosigkeit, Drogensucht, egal was wir abfragen. Und das beeinflusst, wie wir die Welt sehen und vor allem, welche Entscheidungen wir treffen. Das heißt aber auch nicht, dass du unterm Stein lebst, nur weil du jetzt Nachrichten nicht immer konsumierst. Aber wie informierst du dich denn? Beziehungsweise wie kannst du Menschen dann mal Empfehlungen geben, wenn die das Gefühl haben, diese ganzen Horror-News, ich kann sie nicht mehr sehen. Wie sollen die verfahren? Ja, also mein Buch ist jetzt gar kein Ratschlag, irgendwie keine Nachrichten mehr zu konsumieren. Ich glaube, da bin ich auch in einer super privilegierten Lage, weil durch meinen Beruf habe ich natürlich Zeit, Sachbücher zu lesen, Dokumentarfilme zu schauen. Ich weiß, dass nicht alle Menschen diese Zeit und auch nicht die Lust dazu haben. Was total helfen kann, ist wirklich zeitlich zu bündeln. Also die meisten von uns konsumieren viel mehr Nachrichten, als wir denken, weil Nachrichten heutzutage überall um uns rum sind. Und dann zu sagen, ich beobachte das mal und versuche es zu bündeln. Vielleicht morgens, mittags, abends, einmal am Tag, zweimal, kann auch 5-mal am Tag sein, aber nicht ständig. Aber nicht Push-Nachrichten. Push-Nachrichten würde ich sofort vom Handy nehmen, ne? Außer ich brauche sie jetzt ganz konkret für meinen Beruf, ansonsten direkt weg. Aber weil das, 5-mal am Tag ist schon zu viel. Ja, das ist zu viel, aber die meisten von uns haben es viel öfter, weil du es ja, du hast es im Radio, du hast es auf S-Bahn,
in der S-Bahn in Monitoren, du hast es in privaten Gesprächen, sprechen Menschen über, weiß ich nicht, den Konflikt in der Ukraine oder sonst wo. Du hast es letztens, war ich seit langem mal wieder im Restaurant, sogar da kamen Nachrichten, wo ich wirklich gedacht habe, sag mal, geht's noch? Beim Einkaufen, also es ist überall um uns herum, Schlagzeilen am Zeitungsstand, das ist viel, viel öfter als fünfmal und dann sind nur fünfmal, das ist immer das noch ist, wahnsinnig das ist viel. Schon reduziert. Aber dann ist das leider, muss man sagen, schon reduziert. Wir haben es im Experiment auch, wenn ich das ganz so ergänzen darf, weil ich hatte, dadurch, dass ich ja mich nicht ablenken konnte, ich konnte nichts lesen, kein Fernsehen gucken, keine Musik hören, gar nichts, habe ich nach 4 Tagen von meiner Redaktion Nachrichten bekommen, die sie gesammelt haben. Es waren ausschließlich schlechte Nachrichten. Und ich habe es körperlich gespürt. Ich habe diese schlechten Nachrichten körperlich gespürt. Und dann ging es natürlich mit den Gedanken los. Was wird aus der Zukunft, aus dem Klima, mit dem Krieg, Europa, Sicherheit, Familie, all das, dieses Karussell ging dann los. Und dann bin ich nach dem Experiment nach Berlin zur Humboldt-Uni, weil dort daran geforscht wird. Also man macht wirklich Untersuchungen mit Probanden, die rund um die Uhr schlechte Nachrichten kriegen und guckt, was macht das im Hirn? Und das hinterlässt Spuren, dauerhafte Spuren, ob diese Nachricht stimmt oder nicht. Stichwort Fake News. Wird abgespeichert und es ist so zeitintensiv und so schwierig, diese Nachrichten wieder loszuwerden, dass man wirklich reduzieren muss. Wir müssen, das kannst du natürlich keinem sagen, der Nachrichtenredakteur oder Redakteurin ist. Ne? Für den Journalisten schwierig. Ein bisschen gegen den Sender. Aber trotzdem, wir fragen mal die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben ja über die App gefragt, haben Sie auch mal durch die letzten 2 Jahre vermehrt depressive Phasen durchlaufen? Ja, sagen 71%, nein 29%. Kein überraschendes Ergebnis, oder Ronja? Ja, geht mir auch so, dass ich das aus meinem Umfeld absolut so kenne. Ich glaube, man muss noch ein bisschen aufpassen zwischen einer langen, schlimmen Depression und depressiven Phasen. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt auch erlebt habe. Also das Buch, da war so ein krasser Andrang. Wir konnten gar nicht mehr hinterherdrucken quasi, weil alle eigentlich sich diese Frage stellen, ich will ja aber konsumieren und gleichzeitig, ich kann nicht mehr. Also ich bin einfach fix und fertig. Und da vielleicht jetzt noch zu dem Zeitlichen ein Tipp, dieses, was ich vorhin gesagt habe, ne, Scheiße plus X klingt so ein bisschen lächerlich, aber ich habe mir deshalb so eine Formel gesucht, damit man die behält im Kopf und dann immer wieder schauen kann, okay, wenn ich Nachrichten konsumiere, wo finde ich denn eine kleine Lösung, einen kleinen Hoffnungsschimmer, wo erklärt mir jemand nicht nur, warum das jetzt schlimm ist, sondern wie wir da wieder rauskommen, weil dieses wie wir da wieder rauskommen, selbst wenn das Problem noch nicht gelöst ist, das hilft uns total, um aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen. Wir Menschen können mit Krisen eigentlich gut umgehen. Womit wir nicht gut umgehen können, ist, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Du hast vorhin gesagt, die Kontrolle abgeben. So, das ist das, womit die meisten von uns echt ein hartes Problem haben. Aber die Schwierigkeit ist ja schon die richtige Auswahl der Nachrichtenquelle. Also welche Nachrichten konsumiere ich denn? Tja. Ne, weil es gibt ja ganz große Unterschiede. Und das haben wir auch festgestellt im Experiment. Es gibt natürlich diese, wie soll ich mal sagen, extrem brutalen Schlagzeilen, die nur darauf ausgerichtet sind, zu verunsichern, Angst zu machen. Die hinterlassen eine ganz andere Wirkung, als wenn du eine differenzierte Nachricht hast. Also diese Flut von Nachrichtenquellen ist ja noch mal ein weiteres Problem. Ne? Wir freuen uns sehr darauf, das Montag zu sehen, Jenke. Ja, Viertel nach acht auf ProSieben. Vielen Dank, Jenke von Wilmsdorf und Ronja von Wurmseibel. Dankeschön, dass ihr da wart.